Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Reise in die virtuelle Welt. Was ist Virtual Reality eigentlich? Virtual Reality ist die Schaffung einer scheinbaren Welt, in die der Betrachter eintauchen, sich in ihr bewegen und seine Fantasien und Vorstellungen umsetzen kann. Es ist eine vom Computer geschaffene Welt ohne reale Gegenstände. Heute möchte ich euch drei verschiedene Systeme vorstellen, die in Kürze auf den Markt kommen. Und zwar möchte ich gerne beginnen mit der PlayStation VR. Die PlayStation VR ist ja ein System, das an die PlayStation 4 angeschlossen wird. Diese Brille hat 960x1080 Pixel pro Auge und besitzt ein OLED-Display. Mit dem OLED-Display kann die Brille bis zu 120 Bilder pro Sekunde darstellen. Die Erkennung erfolgt über die PlayStation-Kamera. Die muss allerdings extra angeschafft werden. Und der Positionslichter an der Brille. Die Brille hat verschiedene Positionslichter, blaue Positionslichter. Und dadurch wird die Brille erkannt, beziehungsweise wird die Bewegung erkannt. Das System wird gesteuert über den PS4-Controller oder einen Move-Controller, beziehungsweise zwei Move-Controller. Die Move-Controller müssen ebenfalls extra angeschafft werden, da sie in diesem Package zumindest in Deutschland nicht dabei sind. Dabei ist noch eine Breakout-Box bei der VR, die bringt das Spielbild, beziehungsweise das Gaming-Bild auf den Fernseher und nimmt der PS4 etwas Rechenleistung ab. Für das System soll bis Ende des Jahres 50 Spiele erscheinen und die VR soll kosten 399 Euro. Man kann dann dazu rechnen die Kamera, die etwa 59 Euro kostet. Die Move Controller liegen neu bei etwa 30 Euro das Stück. Ja, somit hat man dann auch ganz schnell seine über 500 Euro zusammen, wenn man dann die PlayStation schon besitzt. Die Lieferung erfolgt ab Oktober 2016. Und das nächste System ist die Oculus Rift. Die Oculus Rift kann pro Auge 1080x1200 Pixel darstellen mit einer Refresh-Rate von 90 Hertz. Die Oculus Rift hat wegklappbare Kopfhörer. Die Oculus Rift verfügt über einen Infrarotsensor, einen etwas größeren Infrarotsensor. Damit wird das Ganze abgetastet, wo man sich mit der Brille aufhält, wie man sich bewegt. Bedienbar ist die Oculus Rift mit Oculus Touch Controllern. Die erscheinen in der zweiten Jahreshälfte, sind also nicht dabei. Man kann das System aber mit dem Xbox One Controller steuern. Dabei ist ein 4 Meter langer Kabelstrang, die dann an den PC angeschlossen werden muss. Zu dem PC möchte ich jetzt nicht näher eingehen, das sprengt dann doch ein bisschen den Zeitrahmen, also man muss da doch eine recht gute Grafikkarte haben. Allein die Grafikkarte, die für dieses System notwendig ist, liegt also locker bei 500 Euro. Nur die Grafikkarte, ohne Rechner. Und der Preis für das System, für die Oculus Rift, sind 741 Euro inklusive Zoll. Die Lieferung soll erfolgen, wenn man dann vorbestellt, ab Juli 2016. Als nächstes haben wir da die HTC Vive. Die HTC Vive kann pro Auge 1080x1200 Pixel darstellen mit 90 Bildern pro Sekunde. Die HTC Vive wird über zwei würfelartige Infrarotsensoren gesteuert, die ein Infrarotnetz, man muss die Würfel also aufhängen bzw. Möglichst gegenüber installieren, dass auch alles an Installationsmaterial dabei, sogar Schrauben und Dübel und Halterungen. Das habe ich schon gesehen, also die beiden Infrarotboxen werfen eine Art Netz in den Raum und durch das Netz kann das System dann erkennen, wo ich mich gerade aufhalte. Durch dieses Lasernetz, das von diesen beiden Infrarotwürfeln, sag ich jetzt mal, oder Boxen in den Raum gegeben wird, kann ich mich sehr frei in dem Raum bewegen. Das macht natürlich das ganze System noch etwas interessanter.
Ich habe auch unten an der Brille dann eine kleine Kamera, sodass ich sofort, wenn mir irgendwie komisch wird oder mir übel wird oder was auch immer, ich mal eben einen Blick in den Raum werfen möchte, kann ich sofort umschalten und habe dann auch das Bild von dem Raum. Das finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Das HTC Vive-System hat zwei Bewegungscontroller inklusive, das ist gleich dabei. Auch für die HTC Vive ist ein äußerst guter Computer bzw. eine sehr gute Grafikkarte erforderlich. Auch hier schlägt die Grafikkarte mit mindestens 500 € zu Buche. Ich brauche also auch einen sehr aufwendigen Rechner. Das muss man immer bei dem Ganzen dazu rechnen. Das System soll kosten, jetzt wird spannend, $799. Das heißt, das ist ohne Zoll und ohne alles, inklusive allem soll es circa €900 kosten. Dabei sind aber zwei Controller, diese beiden Infrarotsensoren, wie gesagt, jede Menge Zubehör, alles zum Installieren, die Schrauben, die Dübel, die Halterung, es ist alles dabei. Ich habe also den Umfang schon gesehen, das ist sehr umfangreich, das Set. Es sind sogar auch zwei Spiele dabei, es ist ein Kopfhörer dabei und das System kann bestellt werden ab April 2016, beziehungsweise soll auch verfügbar sein ab April 2016. Ja, das sind so die etwas trockeneren technischen Daten, aber ich denke mal, das ist recht interessant auch für euch mal zu wissen, so eine kleine Zusammenfassung, was kommt da überhaupt auf uns zu, denn Virtual Reality finde ich auch, war für mich eigentlich immer eine ziemlich interessante Sache. Wer kennt die nicht, den Film Der Rasenmähermann? Es ist also ein sehr interessantes Jahr 2016, speziell auch für Virtual Reality. Ja, zur VR für die PlayStation 4 möchte ich eigentlich noch sagen, ich bin gespannt, wie das Ganze dann nachher letztendlich aussieht. Ich habe das System vorbestellt und habe mir auch schon die Move-Controller angeschafft. Und ich bin gespannt, ob die PlayStation 4 das von der Rechenleistung packt. Denn ich habe ja auch schon wieder gehört, dass Sony eine 4.5, eine 4K PlayStation rausbringen möchte. Was das Ganze soll, kann ich nicht ganz nachvollziehen, da die PlayStation 4 dann eh nur das Ganze nativ darstellen kann. Da der Rechenaufwand für eine komplette 4K-Darstellung viel zu groß ist und auch der Platz in der PlayStation viel zu gering ist, dass es zu einem Preis von 400 € überhaupt oder 500 €, sagen wir mal, realisierbar wäre. Aber wie gesagt, das Ganze bleibt spannend. Ich bedanke mich erstmal bei euch für euer Interesse und wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Video. Vielen Dank, bleibt gesund, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!